Willkommen, liebe Freunde aus nah und fern, zu Franks Modellbahnwelt Ausgabe Nummer 2. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid, und bevor es losgeht, zuallererst vielen Dank für eure zahlreichen Meinungen, Vorschläge und Tipps für die weiteren Sendungen, die unsere Redaktion erreicht haben. Und diesen Berg gilt es jetzt erstmal abzuarbeiten, sollte jetzt aber um Gottes Willen nicht heißen, dass ihr nicht mehr schreiben sollt. Ganz im Gegenteil, wir freuen uns natürlich weiterhin über eure Post. Eine Anregung aus dem Riesenberg setzen wir allerdings heute schon um, nämlich Fragen von allgemeinem Interesse, die auch auf unserem Videokanal gestellt werden, versuche ich zu den Beiträgen hier in der Postecke mit zu verarbeiten und auch entsprechend zu beantworten. So, lasset uns anfangen. Die Spiele mögen beginnen. Wo kenne ich das her? Ach, lassen wir das. Was erwartet euch in dieser Sendung? Den ersten Beitrag von einem Modellbahnclub, eigentlich waren es ja mal zwei, verbinde ich mit der Redewendung, dreimal umgezogen ist wie einmal abgebrannt. Freut euch auf eine neue Senderubrik, unsere Modellbau-Quickies. Hallo, was war das jetzt? Hört mal auf, an den Reglern zu spielen. Unmöglich. Anschließend greife ich natürlich wieder ins Bücherregal. Und in der Postecke beantworte ich eure Fragen und Meinungen, unter anderem auch zu meinem angestoßenen Diskussionsthema Rabatte im Modellbahnladen. Und mit Markus Hillig, Geschäftsführer von Auhagen, werde ich auch sprechen. Der wird mir dann live zugeschaltet sein. Ich hoffe, das klappt alles so. Ja, und zum Schluss der heutigen Sendung habe ich auch eine traurige Mitteilung für euch, die mich ganz besonders berührt und ergriffen hat. In meinem Nachruf gedenke ich an den guten Freund und Kollegen und tollen Modellbahner Jens Schlenkow. So, liebe Freunde, nun zu meinem ersten Thema. Das hat was mit Benjamin Franklin zu tun. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich etwas entgeistert gucken. Was will uns Frank damit sagen? Ich könnte jetzt was zur Biografie sagen, aber keine Panik, mache ich ja nicht. Es ist ja eine Modellbahn-Sendung und keine Geschichtsstunde. Wie kriege ich jetzt die Kurve? Am besten mit seinem Zitat. Denn das hat er ja tatsächlich gesagt. Dreimal umgezogen ist so gut wie einmal abgebrannt. Beschreibt eigentlich so ziemlich genau die Geschichte, die ich euch jetzt vorstellen möchte. Mit meinem Eingangszitat mit dreimal umgezogen beginnt meine Geschichte über einen Modellbahnclub, der in der Szene als Umzugsweltmeister bekannt war. Es ist der MC93, der hier in diesem Gebäude am Sterndamm in Berlin-Johannisthal zu Hause ist. Hört und seht nun die Geschichte eines Clubs, die turbulenter nicht sein könnte. Denn er ist nicht nur Umzugsweltmeister, nein, er gewährte auch einem zweiten Club, die sich übrigens auch als Umzugsprofis profilierten, sozusagen Asyl. Wächst da was zusammengehört? Das ist die Geschichte in der Geschichte. Klingt irre, ist aber so. Um diese zu erfahren, habe ich mich deshalb mit Jürgen Gräßler verabredet. Er war der Mann der ersten Stunde und gründete damals 1984, Achtung Wortmonster, im VEB Berliner Metallhütten- und Halbzeugwerk Niederschöneweide, einem Betrieb des Mansfeld-Kombinat Wilhelm Pieck, eine Modellbahngruppe. Ja, 1983 haben wir mit der Werkleitung so ein Gespräch gehabt und haben die Möglichkeit gefunden, mit der Werkleitung gemeinsam extern, also das heißt nicht auf im Betriebsgelände, eine Modellbahnanlage zu gründen. Wir waren ganz begeistert von diesem Konstrukt einer Arbeitsgemeinschaft. 1984 hatten wir dann im Sommer die Räume, die mussten wir natürlich auch erst herrichten. Und ja, und dann ging es los mit der Anlage.
Mit seiner Idee, eine Modelleisenbahn-Arbeitsgemeinschaft zu gründen, so hieß das damals in der DDR offiziell, fand er offene Ohren bei der Werkleitung des VEB. Schließlich musste ja auch der Kulturplan erfüllt werden. Nur mit Gründung der Modelleisenbahn-Arbeitsgemeinschaft war ja nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen in der ehemaligen DDR. Auch Modelleisenbahnartikel waren schwer zu bekommen oder mussten irgendwie besorgt werden. Getreu dem Slogan, Beziehungen schaden nur dem, der keine hat. Die Modellgleise kamen ja aus Sebnitz von VEB Kunstblume als Konsumgüter. Und jetzt gut festhalten, war ein Kombinatsbetrieb von uns. Die gehörten zu unserem Kombinat. Also habe ich die beiden BGLer aufeinander aufgehetzt. Die sollen sich mal darum kümmern, wir brauchen so und so viel Meter Ware Modellgleis und die entsprechenden Schwellenbänder und Weichen und so was alles. Weil das war ja eine Ware, die ich im Handel gekriegt habe. Ja, mal zwei Weichen und mal 5 Meter Gleis. So, und dann kriegte ich nach einer Woche oder einer guten Woche kriegte ich die Ansage, ich soll mich mit denen telefonisch in Sebnitz in Verbindung setzen, habe ich dann gemacht. Und dann war mein Termin ausgemacht, wo ich dann 2 Taschen mit nach genommen habe mit Tomaten und Bananen und alles, was man so in Berlin kriegte, was eben dort nicht zu kriegen war. Und dann bin ich nach Kunstbube Sebnitz gefahren und habe das geholt. Man hat mich dort sehr, sehr freudig dank meiner beiden Taschen empfangen. Und das Material ist noch viel, viel schlimmer. Ich habe eine ehemalige Schulkameradin, mit der ich sogar mal befreundet war, wiedergefunden. Die hatte einen Spielwarenladen, Alis Puppenstube. Und die handelte auch mit Modelleisenbahn. Und da stand dann folgendes, wir haben uns früher ja immer montags getroffen. Und dann bin ich immer Mittwoch hat die immer Ware gekriegt und dann bin ich Mittwoch, bevor sie die Ware rausgegeben hat, die angelieferte Ware, durfte ich sichten, was wir davon haben wollen. Der Rest ist dann nach draußen gegangen. Also das wurde dann auch an ganz normalen Kunden verkauft. Der sozialistischen Planwirtschaft war die Finanzierung von Arbeitsgemeinschaften dagegen gar kein Problem. Na, finanziert hat es der VEB. Wir hatten zwar einen Mitgliedsbeitrag, das war aber mehr oder weniger, dass wir mal auch was unternehmen konnten, dass wir also auch mal eine Exkursion machen konnten. Wir sind nach Dresden zum Beispiel ins Verkehrsmuseum gefahren oder haben dies oder das gemacht. Und das musste von irgendwas finanziert werden. Und dann haben wir noch was ganz Schlimmes gemacht. Wir haben also teilweise die Waggons, die ich gekauft habe oder die ich besorgt habe, die haben dann Mitglieder zurückgekauft. Und dieses Geld ging dann in die sogenannte bunte Kasse. Und mit der konnten wir dann auch mal so eine Dresdenfahrt sauber finanzieren. Und so entstand eine im Laufe der Zeit trotz Mangelwirtschaft zu DDR-Zeiten eine Anlage, die sich sehen lassen konnte. Nun will ich euch nicht länger auf die Folter spannen, liebe Freunde. Hier kommen die Bilder zur Anlage. Die ca. 27 Quadratmeter große Segmentanlage ist in L-Form ausgeführt. Das Anlagenthema ist keinem konkreten Vorbild nachempfunden. Auf dem Hauptschenkel befindet sich ein 9-gleisiger Durchgangsbahnhof namens Hoppenburg. Von diesem zweigt die Nebenbahnstrecke ab. Der Endbahnhof der Nebenbahn heißt Schwarzburg. Auf der Nebenbahnstrecke befindet sich noch der Haltepunkt Birkengrund. Angeschlossen auf der Anlage ist auch ein BW für Dampfloks. Der Bahnhof Hoppengrund hat 2 Bahnsteige für die Hauptbahn und einen Bahnsteig für die Nebenbahn. Dann sind noch 3 Gleise für Güterzüge vorhanden. Das Bahnhofsgebäude befindet sich höher und die Bahnsteige werden über eine Brücke erreicht. Die Nebenbahn fährt vom Hauptbahnhof auf dem rechten Schenkel über den Haltepunkt Birkengrund zum Endbahnhof Schwarzburg. In Schwarzburg gibt es eine Schmalspurbahn, die das Sägewerk bedient. Die Clubanlage präsentiert sich im Wesentlichen bis heute im ursprünglichen Zustand.
bis auf eine Ausnahme. Das Digitalzeitalter hat auch auf diese Anlage Einzug gehalten. Zunächst aber erstmal auf der Hauptbahn. Die Nebenbahn soll noch peu à peu folgen. Gesteuert wird die Hauptanlage mit Traincontroller 8 bzw. 9 Silber. Von Anfang an bis heute war der Bau der Anlage immer ein gemeinschaftliches Planen und Gestalten. Darauf legt Jürgen Gressler immer großen Wert. Bis hierhin scheint alles eine Modellbahn-Idylle. Nichts deutet auf das bewegte Umzugsvorleben des Modellbahnclubs hin. Diese Geschichte muss uns Jürgen aber unbedingt noch erzählen. Es fing damit an, dass ja mit dem Abschluss der DDR wir mit immer, ja, wenn man so will, auf der Straße standen. Wir hatten ja nichts mehr. Und mit ihm auf der Straße stehen, ging die Suche los. Dann hatten wir in einer Nacht- und Nebelaktion, sind wir dann bei ihrem Gartenfreund auf dem Dachboden gelandet. Dachboden, kann sich jeder vorstellen, was das heißt. Im Sommer 40, 45 Grad und mehr. Und im Winter mal knapp über 0 Grad. Das war schon ein bisschen bedenklich. Und wenn man dann mit Modellgleis arbeitet, waren dann die Schienenstöße manchmal ein bisschen groß geworden. Da sind dann die Räder einfach reingefallen. Die Leute aus dem Haus freuten sich darüber, dass der Dachboden vernünftig genutzt wurde, kamen auch uns besuchen. So, ja. Und dann kam zwei Jahre später die Grundsanierung dieser Häuser vom Hausverwalter angesagt. Wir waren da schwarz und es wusste keiner, dass wir da sind. Kam die Grundsanierung, wir mussten alle raus, weil die Häuser vom Dachboden bis zum Keller saniert werden sollten. Saniert werden heißt, alles raus, das Haus wurde entkernt. So, jetzt, und jetzt kommt die große Frage, wohin mit der Anlage? Jetzt kam... stand ja theoretisch der dritte Umzug. Jetzt kann man zählen, wie man will. Im Prinzip stand der dritte Umzug an. So, und wir wussten jetzt nicht, kommen wir jetzt in den Container, wird die Anlage verschrottet oder. Ja, und dann kam ein Wink, ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn, der an entsprechender Stelle saß, wo er etwas machen konnte, sagte uns im Herbst, na, im Frühherbst zu, er will sich kümmern, er hätte eine Chance für uns. Er würde etwas für uns machen können. Worüber wir uns erstmal sehr gefreut haben, aber dann war erstmal Ruhe, es passierte nichts, es meldete sich keiner. Und am dritten Weihnachtsfeiertag meldete sich genau dieser Mitarbeiter und sagte, ich habe für Sie Räume. So, wie, wo? So, und dann hieß es Buchberger Straße, einer der Schwarzbauten der Deutschen Reichsbahn, an der Auffahrt der B1, B5 an der Brücke Lichtenberg. Gut. Ich habe gesagt, sofort, ich komme. Also rinnen ins Auto, dritten Feiertag, dahin, Auto und das angucken. Ich hab sofort zugesagt. Die anderen Mitglieder wussten noch ja nichts davon, aber wir hatten erstmal eine Chance. Die Anlage wurde sie erhalten, das war erstmal wichtig. Und wir hatten wieder ein Dach über dem Kopf. Wir hatten ein Domizil. Also wurde das alles eingetütet und jetzt kam der Umzug. Und jetzt, damit ihr euch festhaltet, am 1. April. Aber kein Aprilscherz, hat funktioniert. Hat wirklich funktioniert. Wir sind dort in diese Räume eingezogen und konnten die Anlage fast bis auf ein Plattensegment fast komplett aufbauen in U-Form. Ja, naja, und sie, wie man so weiß, ist ja bei der Deutschen Bahn nichts unendlich. Und genauso kam dann der Punkt, dass, wie alles bei der Deutschen Bahn, leider damit endet, dass man wieder ein Mietverhältnis auflösen muss. Das Gebäude wurde verkauft. Ist heute irgend so ein Studentenheim oder sowas alles. Das, eins von den Gebäuden, die damals aufgebaut worden sind, steht heute noch. Wir mussten umziehen, wir zogen dann um in den Markgrafen. Man muss dazu sagen, wir haben uns immer verbessert mit den Räumen. Wir zogen dann um in den Markgrafendamm, alles Reichsbahngelände und kriegten dann in dem Gebäude, ich glaube, das war die Nummer 11, kriegten wir in der 6. Etage einen Raum zugewiesen an der Giebelseite, wo die gesamte Anlage reinpasste. Und jetzt passt auf. Mit Klimaanlage. Wir waren plötzlich im Schlaraffenland. So, und dann hat man noch zwei Nebenräume dazu gehabt, sprich Werkstatt und Lagerraum. Also wir fühlten uns einfach toll. Ja, 8 Jahre gingen ins Land und dann wurde auch dieses Gebäude verkauft. Wir mussten wieder raus. Das Gebäude steht heute noch. Die Räume sind heute noch nicht genutzt. Dann fahr auf die noch da vorbei, guck dahin. Also ging wieder los, neue Suche. Jetzt kam die neue Suche, fiel dann Umzug in die S-Bahn-Hauptwerkstatt nach dem Bahnhof Schöneweide.
S-Bahn-Hauptwerkstatt, Schöneweide, Lehrwerkstatt. Wer das kennt, ist zwischen Sportplatz und Gelände ein flachstehender, zweietagiger Bau in Stahl-Skelettbauweise, gebaut in den 60er Jahren. Noch bessere Räume. Ihr könnt euch das ja nicht vorstellen. Wir haben uns wieder verbessert. So, und dann natürlich große Freude. Dann haben wir da auch wieder Wände rausgerissen. Und natürlich konnte man in diesem Gebäude alles machen. Man konnte alle Wände rausreißen. Man durfte nur nicht an die Stahl-Skelettbauweise ran. Wie dem, da hätte irgendjemand am Dreher gesicht. Das wäre übel ausgegangen. Also haben wir dort einen wunderbaren Raum gehabt über Eck, sodass wir die Anlage in Elfung aufbauen konnten. Mit einem wunderbaren Flur, den wir auch mehr oder weniger nutzen konnten, mit Lagerraum und. Also alles, was man sich vorstellen kann. Und nach 8 Jahren erklärte man uns das aus. Wir wurden wieder gekündigt. Und stand der nächste Umzug an. Und eine Modellbahnanlage verbessert sich natürlich mit jedem Umzug. Weil sogenannte Kollateralschäden einfach dazu führen, dass was erneuert werden muss. Zwangsläufig. So, und das ist natürlich. Das sind dann so Dinge, die dann ungewollterweise kaputt gegangen sind. So. Ja, und so sind wir jetzt denn hier gelandet in einem Gebäude derselben Bauart, aber mindestens 10 Jahre älter, aus Holz. Und das hat die Eigenschaft, wenn wir alle zu Hause ruhen, dann arbeitet dieses Gebäude. Ganz tolle Arbeitsleistung. Hier gehen Türen auf, die kein Mensch mit rechnet. Der Fußboden hat einen Charakter, dass alles, was runterfällt und rollt in die Mitte des Raumes, also wie eine Kegelbahn, wenn jeder weiß, um was ich da rede. Und wir suchen händeringend Räumlichkeiten, in denen wir bleiben können, S-Bahn-Bereich. Und jetzt kommt's, die müssen auch bezahlbar sein. Das ist ja das größte Problem. In Berlin bezahlbare Räume. Und da könnte ich Ihnen Geschichten erzählen, die sind schon ja nicht mehr gut zu machen. Und dann gibt es ja leider Vermieter, wenn die das Wort dann hören, Bahnsozialwerk. Bahn, die hören das Wort Bahn. Und dann läuten bei denen schon sämtliche Glocken. Dann leuchten schon die Dollarzeichen in oben auf. Aber in Größenordnung, die können ja nicht mehr kicken, die sehen nur noch die Dollarzeichen. Wir waren in Verhandlung gewesen, jetzt haltet euch hier fest, ich muss es einfach sagen, wir waren in Verhandlung, wir waren bei 5 Euro für einen Quadratmeter. Ist schon eine stolze Summe. Aber als die Bahn gehört haben, waren wir bei 11 Euro. So, und das war dann jenseits von jeder Bezahlbarkeit, der Möglichkeit, der Räumlichkeiten. Also ich hätte ja schon beim dritten Umzug das Handtuch geworfen. Das wollte der Modellbahnclub im ProSport Berlin 24 e.V. auch fast. Und da beginnt meine Geschichte in der Geschichte. Der 1966 frisch gegründete Modellbahnclub fand im ProSport Berlin 24 e.V. eine Bleibe und jetzt konnte also losgewerkelt werden. Aber der sogenannte Unterschlupf beim Postsportverein währte nicht lange. 2 Monate später, im Jahre 1966, zog der Verein hier in die neuen Räume nach Lankwitz in die Siemensstraße. Dort stand mit ca. 350 Quadratmeter eine riesige Fabriketage zur Verfügung. Ein Traum. Jetzt konnte ganz groß geplant und mit dem Bau der ersten Anlage begonnen werden. Aber es kam wieder anders. Die Hälfte der Fläche musste an die Tischtennisabteilung abgegeben werden. Und eine weitere Fläche von 40 Quadratmeter wurde der sogenannten Beutelreserve der Deutschen Bundespost zugeordnet. 2 Jahre später, 1968, zog der Verein wieder aus, weil die alten Räumlichkeiten samt Gebäude abgerissen werden sollten. Es musste eine neue Bleibe her. Die fand man in der Dessauer Straße in den Kellerräumen im Postzeitungsamt nähe Potsdamer Platz. Die neue Anlage wurde in Relaistechnik betrieben und zur Stromversorgung standen 2 12-Volt-Akkus im Pufferbetrieb zur Verfügung. Anfahren und Bremsen wurden automatisch geregelt und mit 2 miteinander verschlungenen Hauptstrecken, einer Zahnradbahn und 2 Schattenbahnhöfen konnte schon ordentlich Betrieb gemacht werden. 1977 musste der Modellbahnverein wieder ausziehen. Das Postzeitungsamt war der Städteplanung im Weg und sollte einer Umgehungsstraße weichen. Mithilfe des Postsportvereins gelang es noch 1977, neue Räumlichkeiten in der Ringbahnstraße in Tempelhof zu beziehen.
und es wurde wieder an einer neuen Anlage gebaut. Und die wurde dank elektronischen Fortschritts mit einer Computersteuerung versehen. Jetzt konnten erstmals Betriebsabläufe automatisiert erfolgen. Die Anlage hatte bis Ende 1991 beträchtliche Abmaße angenommen. 1991, Sie ahnen bestimmt, was kommt, mussten die Räume in Tempelhof wieder aufgegeben werden. Noch brauchbare Materialien wurden für mehrere Monate in Kellerräumen des Fernmeldeamtes 3 zwischengelagert und es begann die Suche nach einer neuen Bleibe. In Adlershof in der Agerstraße wurde dann eine Holzbaracke ausfindig gemacht und dem Verein zur Verfügung gestellt. Nun hieß es also, wieder Ärmel hochkrempeln und neu anfangen. Aber auch die Agerstraße in Adlershof war kein dauerhaftes Domizil für den Verein. 1997 mussten sozusagen wieder die Koffer gepackt werden. Jetzt war der Verein erstmals obdachlos. Durch Vermittlung des Vereinsmitgliedes Ulrich Berner gelang es, im Telekom-Gebäude in Berlin-Wedding in der Seestraße eine Bleibe zu finden. Hier endet der kleine Ausflug in die Geschichte des Vereins. Ich sage nur Hut ab vor so viel Ausdauer. Nach diesen vielen Umzügen war man in der Seestraße in Berlin-Wedding angekommen. Von hier kann ich euch auch Archivaufnahmen aus dem Club präsentieren. Mittelpunkt ist die große H0-Anlage Posthausen mit ca. 80 Quadratmeter Grundfläche. Hier sind 800 Meter Gleise verbaut, 190 Weichen eingebaut, 72 Oberleitungsmasten aufgestellt und mit ca. 30 Meter Fahrleitung versehen. 72 Lichtsignale und 9 Flügelsignale sichern die Fahrwege der Züge ab. Der Hauptbahnhof Posthausen, 3 Nebenbahnhöfe, 6 Schattenbahnhöfe, eine Güterabstellgruppe, eine Abstellgruppe für Wendezüge, ein Dampflok-BW, ein Diesel-BW und ein E-Lok-BW sorgen für traumhafte Bedingungen für einen abwechslungsreichen Zugbetrieb. Die Anlage wird komplett digital im DCC-Format gesteuert. Vom Hauptbahnhof Posthausen aus will ich mir einen kleinen Überblick über die Anlage verschaffen. Die gesamte Anlage in allen Einzelheiten vorgestellt, würde allerdings den Zeitrahmen dieser Sendung jetzt sprengen. Links neben dem Kopfbahnhof befindet sich die fünfgleisige Abstellgruppe und ein Bahnbetriebswerk für E-Loks. Gegenüber befindet sich das BW für Dampf- und Dieselloks. Über die zweigleisige Hauptstrecke nach links mit Abzweig einer eingleisigen Nebenbahn gelangen die Züge zu einem fünfgleisigen Schattenbahnhof oder zum Bahnhof Wärz, an dem sich eine sechsgleisige Güterzugabstellgruppe befindet. Beide Strecken führen über Kähren wieder zum Hauptbahnhof Posthausen zurück. Thank you.
Der Betrieb am und neben dem Hauptbahnhof Posthausen zieht mich für einen Moment in den Bann. Viele Details gibt es hier zu entdecken. Und wie es sich für eine ordentliche Modellstadt gehört, ist die Straßenbahn und der Bus für den Nahverkehr zuständig. Vom Hauptbahnhof Posthausen nach rechts führen zwei zweigleisige Hauptstrecken, auf denen die Züge den idyllischen kleinen Bergbahnhof Wendelstein erreichen. Unter dem Bahnhof Wendelstein befindet sich eine achtgleisige Abstellgruppe. Über diese Abstellgruppe gelangen die Züge über eine Kehrschleife wieder zurück in den Hauptbahnhof. Der kleine verträumte Bahnhof Schwarzburg ist ebenfalls vom Hauptbahnhof aus erreichbar. Hier kann man noch richtige Nebenbahnromantik erleben. Diese Bilder sind gut für die Modellbahnsäle, stimmt's? Aber erstens kommt es anders als zweitens, wie man denkt. Wir waren ja in einem Telekom-Gebäude untergebracht. Und die Telekom hat im Jahre 2018 das Gebäude verkauft. Und der neue Besitzer hatte sich dann die Verträge angeguckt und hat dann festgestellt, dass wir eigentlich mehr oder weniger für null und wer in diesem Gebäude in den Räumlichkeiten sitzen. Und der sagt also, wie gesagt, dass dieses also so nicht geht, hat uns ein sehr gutes Angebot gemacht, was wir allerdings letztendlich nicht annehmen konnten, weil wir eigentlich an der Größe gescheitert sind. Weil dieser Raum unten oben, der hatte so um die runde 400 Quadratmeter gehabt. Und das hätten wir also mit 25 Mitgliedern also nicht stemmen können. Und in diesem Zuge waren wir dann leider gezwungen, denn das Mietverhältnis von unserer Seite aus kündigen zu müssen. Na, spart euch was? Und so war der Club im Ergebnis wieder obdachlos. Der Verein wurde zum 31.12.2019 aufgelöst. Also, wie weiter? Aufgeben? Nö, sagten sich einige Mitglieder. Das kommt nicht in die Tüte. Dann war der Gedanke gewesen, na gut, vielleicht können wir uns irgendeinen anderen Modellbahnverein anschließen. Und dann ging da die Suche los und ja, und hier beim MC93 hat es dann geklappt. Weil die Konstellation war, dass der MC93 relativ wenige Mitglieder hat und neue Mitglieder gebraucht hat. Und zum anderen in den Räumlichkeiten, wo der MC93 zurzeit untergebracht ist, noch etwas Platz war, der noch dazu gemietet werden konnte. Und so kam es nach kurzer Suche und Telefonaten zu einem ersten Treffen mit dem MC93 im BSW, dem Bahnsozialwerk und der Regionalleiterin Ost, Nadja Lück. Und von nun an ging es wieder bergauf. Das Spiel mit Räume herrichten, malern, werkeln, Laminat verlegen, begann wieder von vorn. Nach dem Herrichten der Räume entsteht also wieder eine neue Anlage. Wir bauen diesmal in eine reine Segmentanlage, nicht wie früher in Kompaktanlagen, die wir dann im Prinzip komplett abreißen müssen, sondern wirklich eine Segmentanlage, dass man die zerteilen kann und dann auch wieder irgendwo anders mit hinnehmen kann. Die ganze Anlage ist 14 Meter lang, 2 Meter breit,
besteht aus drei Ebenen. Das heißt, wir haben die unteren zwei Ebenen sind Schattenbahnhöfe und die oberste Ebene wird dann der sichtbare Bereich. Auf der linken Seite, hier auf unserer Fensterseite, wird also nur eine zweigleisige Hauptstrecke sein mit einer eingleisigen Nebenbahn. Und auf der rechten Seite, also Türseite sozusagen, wird ein kleiner mittelstädtischer Bahnhof sein. Die Idee ist, eventuell auch ein kleines Containerterminal noch hinzusetzen, aber das müssen wir dann sehen, wie wir da mit dem Platz auch hinkommen nachher. Und welchen Zeitrahmen habt ihr euch gesteckt? Wann soll die Anlage denn fertig sein? Uns drängelt keiner. Also das heißt, wenn ich die Wendel soweit jetzt ungefähr fertig habe mit den entsprechenden Ebenen, dass ich die Ebenen anschließen kann, dann kann ich jetzt diese Ebenen entsprechend, wir haben ja auch schon einen Teil der Leitung, liegen ja schon, die müssen jetzt bloß auf die entsprechenden digitalen Komponenten angeschlossen werden, dann kann man schon zumindest in der Wendel schon mal fahren. Und dann geht es eigentlich relativ schnell mit der unteren Ebene eigentlich weiter, dass wir da im Prinzip durch den kompletten unteren Schattenbahnhof dann erstmal fahren können. Mit dem Eintritt des alten Clubs, dem ProSport Berlin 24 e.V., entstand übrigens der mitgliederstärkste Modellbahnclub von Berlin-Brandenburg in der Stiftungsfamilie des BSW. Und hier endet erstmal die unglaublich irre Geschichte mit hoffentlich dauerhaften Happy End zu diesem Club. Ich werde dranbleiben und hin und wieder mal vorbeischauen. Ja, es fehlt mir eigentlich jetzt nur noch ein guter Schlusssatz. Ach, ich hab's. Es wächst zusammen, was zusammengehört. Das finde ich gut. Ja, es ist schon irre, was für eins Modellbahner so mitmachen müssen. Aber so wie es aussieht, ist es eine Geschichte mit Happy End. Da meine Sendung mit einigen Zitaten gespickt ist, gleich das nächste. Mit »Man muss die jungen Talente fördern und unterstützen«. Kündige ich Ihnen eine neue Senderubrik an, unsere Modellbau-Quickies. Das sind schnelle Tipps rund um den Modellbau. Ach so, jetzt wollt ihr noch wissen, von wem das Zitat ist. Von Reinhard Gomm. Und die Quickies? Mit Reinhard Gomm. Ja, wir zeigen ja gerne kleine Basteltricks, die nicht viel Geld kosten, die einfach zu machen sind und die Ausstrahlung auf der Modellbahnanlage stark erhöhen. Heute mal ein Beispiel Autos. Wenn man sich Autos anschaut, so wie sie aus der Packung kommen, dann sind die Räder immer gerade gestellt, was in der Realität ja gar nicht immer der Fall ist. Also wenn jemand zum Beispiel rückwärts einparken muss, kann es sein, dass in der Endposition die Räder eingeschlagen sind. Das lässt sich im Modell ganz einfach herstellen, kostet kein Geld, einfache Sache. Man braucht dazu einen Lötkolben, den hat ja wahrscheinlich jeder Bastler, das wird ja leicht zu machen sein. Eine Sache dringend anzuraten, bevor man das macht, was ich euch gleich zeigen werde, dringend anzuraten, die Vorderachse mit einem Tropfen Klebstoff festzukleben und einen Moment zu warten, bis das getrocknet ist. Und dann macht man einfach nichts weiter, als dass man es etwa so hält, mit dem Lötkolben von hier innen das warm macht, ja, einen Moment wartet, bis das hier richtig warm wird. Wir drücken das Rad ein bisschen so. Jetzt zum Beispiel ist das schon eingeschlagen, das erste Rad. Das gleiche machen wir mit dem zweiten. Wenn wir aber es nicht festgeklebt hätten, dann würde jetzt die Gefahr bestehen, dass die Achse sich verdreht und dann die Räder nicht parallel stehen. Wir haben es aber festgeklebt, also kann das nicht passieren. Jetzt machen wir das Gleiche hier auf der anderen Seite. Wir müssen wieder hier ein bisschen drücken, warm machen, Moment warten, ein bisschen drehen. So ungefähr, sagen wir mal so in etwa. Und jetzt sind die Räder eingeschlagen. Und wenn wir das Auto jetzt so hinstellen, sieht das doch wesentlich echter aus, ne, als wenn bei sämtlichen Autos immer die Vorderräder gerade gestellt sind. Natürlich kann man also das alles noch weiter perfektionieren, wenn man sich so ein Auto anschaut. Man könnte es noch anpinseln, ein bisschen verschmuddeln.
Man könnte vielleicht die Kabine aufmachen, innen die Sitze noch lackieren oder vielleicht eine Fahrerfigur reinsetzen. Man könnte Nummernschilder anbringen. Hier ist noch keins dran. Hier zum Beispiel bei diesem haben wir schon ein Nummernschild. Das haben wir ganz einfach hier uns selbst mit dem PC hier geschrieben und ausgedruckt und hier draufgeklebt. Das ist doch schon mal wesentlich echter, als wenn immer die Räder gerade stehen würden. Außerdem finde ich es sehr interessant, den Gedankengang, wenn wir auf der Anlage ein Auto zu stehen haben, wo die Räder eingeschlagen sind, dann sieht das irgendwie dynamischer aus. Man kann sich eine kleine Geschichte ausdenken, da hat gerade jemand eingeparkt, da wird gleich jemand kommen und wieder wegfahren. Also man hat mehr Spielraum für Fantasie, als wenn einfach immer nur die Räder alle gerade stehen. Ja, heute mal das Thema Lichtsignale. Lichtsignale kann man bei einigen Fabrikaten auch als Bausatz kaufen. Da kann man eine Menge Geld sparen. Das ist natürlich besonders interessant, wenn man sehr viele Signale braucht. Die Ersparnis ist oft 15 bis 20 Euro pro Signal, was sich ja nur wirklich lohnt, wenn man sehr viele Signale zusammenbauen möchte und sehr viele Signale braucht. Ein klassisches Problem sind die Kabel, die man hier sieht. Je nachdem, was es für ein Signal ist, ob es also auch nur ein Vorsignal hat, wie viel Signalstellung es hat, kann das schnell mal bis zu 10 Adern bedeuten, die hier durch müssen. Und bei diesen doch relativ dicken schwarzen Kabeln, die haben hier etwa 0,5 mm, sieht das doch ziemlich unecht aus. Ne? Wer sich mal in der Realität einen Lichtsignal angeschaut hat, da sind keine Kabel zu sehen, da ist nichts. Ne? Und wenn man es sowieso schon selbst zusammenbaut, dann kann man das ja auch versuchen, etwas besser zu machen. Und eine ganz einfache Lösung ist, sich dünnen Draht zu kaufen. Das ist hier Lackdraht, Durchmesser in diesem Fall 0,15 mm. Ja, der ist isoliert. Selbst wenn ich jetzt 10 Drähte da durchstecken muss, ja, ist das kein Problem. Die kann man dann alle zusammenzwirbeln, der ist ja isoliert. Ne? Es kostet fast nichts. Ja? Hier kosten so 220 Meter kosten vielleicht 3 Euro oder so ähnlich. Das heißt also, pro Signal braucht man also ungefähr 2 Cent, 3 Cent vielleicht. Und wenn man dann diese Drähte da oben anlötet, genauso wie man die auch hätte anlöten müssen, dann zwirbelt man das zusammen, schwarz lackieren und schiebt diesen Drahtwulst sozusagen hier in die Nut. Festkleben natürlich. Ne? Und dann sieht das so aus. Ne? Ohne, dass das jetzt besonders viel Arbeit gemacht hätte oder besonders viel Geld kostet. Es dauert nicht länger als das hier und kostet vielleicht 2 Cent mehr. Ne? Und sieht extrem viel echter aus. Ne? Ja, warum sollte man das nicht machen, wenn das so einfach ist? Ne? Wenn wir dann die Lichtsignale so zusammengebaut haben mit diesen dünnen, unsichtbaren Kabeln, dann bleiben ja diese schwarzen Kabel übrig, die wir nicht benutzt haben. Und dann kommt gleich die nächste Idee, das können wir uns anschauen in der Anlage. Neben den Lichtsignalen müsste ja eigentlich auch ein Indusimagnet sein. Das sieht man sehr selten auf Modellbahnanlagen. Kostet so gut wie kein Geld, ist ganz einfach zu machen. Das schauen wir uns gleich mal an. Und als Verbindung benutzen wir dann diese schwarzen Kabel, die jetzt übrig geblieben sind. Wir müssen also nichts Neues kaufen, ist alles schon da. Ganz einfach zu machen. Ja, jetzt ein kleiner Tipp zur Dachgestaltung. Wenn das Dach ein Dachpappendach sein soll, ja, dann stört oft der Plastikglanz. Den kann man ganz leicht beseitigen, indem man sich ein bisschen Sandpapier kauft. Den gibt es in verschiedenen Körnungen. Also zum Beispiel hier eine 320er Körnung. Das würde zum Beispiel so aussehen. Oder hier zum Beispiel eine 150er Körnung. Ja, das steht immer auf der Rückseite drauf, kriegt man hier im Baumarkt. Das würde dann zum Beispiel so aussehen. Ne? Wobei das hier schon glänzt, ne? Also weil die Körnung etwas größer ist. Und schon sieht das wesentlich echter aus. Das muss man sich natürlich zurechtschneiden. Man kann das auch in mehreren Bahnen draufkleben. Das sieht dann vielleicht ein bisschen echter aus. Wenn das Dach schräg sein sollte, ne? Also dann muss man natürlich anfangen, von unten zu kleben, die Bahnen, dass die sich überlappen. Das ist ganz wichtig. Und dann vielleicht abdichten, ne? Also an der Klebestelle.
Also dass man da einen kleinen schwarzen Streifen macht, ne? So, als ob das so mit Teer oder so abgedichtet wäre. Aber auf jeden Fall sieht das doch wesentlich echter aus als einfach nur eine Plastikfläche. Ne? Ja, kostet ganz wenig Geld, leicht zu machen. Ihr wollt noch mehr? Na klar, die nächsten Modellbau-Quickies kommen. In der nächsten Ausgabe. Versprochen. Auch meinem nächsten Beitrag, liebe Freunde, leite ich mit einem, ihr ahnt es sicherlich schon, Zitat ein. Anleitungen lese ich nicht. Ich drücke Knöpfe, bis es klappt. Das kennt der eine oder andere sicherlich auch, aber es funktioniert halt nicht immer. Aber lesen soll ja bilden. Und da habe ich mir in meiner Bücherkiste gleich zwei wunderbare Nachschlagewerke für Modellbahnen herausgefischt. Es ist die neueste Auflage des Signalbuches von Fiesmann. Hier ist es. Und das große Oberleitungsbuch für H0, TT und N-Bahner. Ja, und ich habe für Sie schon mal vorab reingeschaut. Damit die Signale der Eisenbahn kein Buch mit 7 Siegeln für Sie bleiben, hat Fiesmann für den Modellbahnanfänger, aber auch für den versierten Modellbahner das 202 Seiten umfassende Nachschlagewerk in der bereits 4. Auflage herausgebracht. Hier erhält Modellbahner allumfassende Informationen rund um das Thema Signale. In diesem Signalbuch lernen Sie die Signaltypen des Vorbildes und als Modell kennen, erfahren, wie man Signale vorbildgerecht aufstellt und sie mit Hilfe des umfangreichen Zubehörprogramms von Fiesmann angeschlossen und verschaltet werden. Sehr informativ auch das Vorwort des Buches mit der Überschrift »Signale damals und heute«, eine kurze Geschichte der Eisenbahnsignale und Weiterentwicklung in Deutschland, dargestellt in der jeweiligen Epoche der Bahn. Mit den Signalbegriffen geht es dann ins Eingemachte. Wenn Sie dieses Kapitel durchgearbeitet haben, können Sie sich getrost bei der Bahn als Lokführer bewerben. Im Buch erhalten Sie auch eine Menge Tipps zur vorbild- und modellbahngerechten Aufstellung auf Ihrer Anlage. Großen Raum widmet Fiesmann dem Kapitel elektrische Bauelemente, digitaler Betrieb und Steuerung der Anlage, einschließlich eines automatischen Betriebes mit Pendelzugsteuerung. Viele Grafiken und Bebilderungen helfen dem Neuling, aber auch den bereits schon länger tätigen Modellbahner, Probleme nicht erst entstehen zu lassen bzw. einen perfekten Betrieb mit der Hilfe umfangreicher elektronischen Fiesmann-Bausteine auf seiner Anlage hinzubekommen. Umfassende Verkabelungspläne und viele Ideen für Schaltmöglichkeiten und ein Grundkurs zur Elektrik sind ebenfalls in dem Buch enthalten. Neu im Signalbuch sind unter anderem Anwendungsbeispiele der neuen Spur-Null-Signale. Informationen über die modernste Decoder-Generation und Wissenswertes über die Geschichte der Digitaltechnik runden dieses umfangreiche Wissenswerk ab. Für den Nostalgiker unter Ihnen ist auch ein interessanter Bericht über die Arbeit in einem mechanischen Stellwerk der Deutschen Bahn enthalten. Das Signalbuch ist für Wechselstrom, Gleichstrom und Digitalbahner gleichermaßen geeignet. Es ist farbig gedruckt und enthält zahlreiche Abbildungen. Mit diesem Buch erwerben Sie ein Nachschlage- und Wissenswerk allererster Güte. Daumen hoch und Kaufempfehlung für dieses Buch von mir. In Gedanken sehe ich auf meiner Anlage E-Loks, die Güterzüge oder Schnellzüge ziehen, oder ICEs, die elegant über meine Hochbrücke rauschen und im nächsten Tunnel verschwinden. Tja, Träume sind was Schönes. Ich habe da nur ein Problem. Bei mir fahren keine E-Loks oder ICEs,
weil ich mich bisher nicht an den Bau einer Oberleitung herangetraut habe. Also bleibt es ein Traum. Keineswegs. Fiesmann lässt mit dem Oberleitungsbuch dem Modellbahner, der den Bau oder das Nachrüsten mit einer Oberleitung plant, nicht im Regen stehen. Mit dem 138 Seiten starken und reich bebilderten Oberleitungsbuch in vierter überarbeiteter Auflage bekommt Modellbahner Wissensvermittlung zur Geschichte der Oberleitung und es gibt Anregungen zur vorbild- und modellbahngerechten Aufstellung. Sehr hilfreich ist die Einführung in die epochengerechte Beschreibung der Oberleitung, als Basiswissen sozusagen. In den weiteren Kapiteln des Buches werden die Oberleitungskomponenten vorgestellt, einschließlich mit Tipps sowie Anleitungen zum Aufstellen der Masten und Leitungen unter Verwendung von Hilfsmitteln und Werkzeuge dazu. Umfangreiche Skizzen und Bilder helfen dabei, Fehler beim Aufstellen zu vermeiden. Mit diesem Werk von Fiesmann bekommen die Modellbahner auch eine perfekte Übersicht der angebotenen Artikel epochengerecht leicht dazu. Besser geht es nicht. Das angebotene Oberleitungssystem ist auch für den nachträglichen Einbau auf Ihrer Anlage geeignet. Selbst für das Einhängen der Oberleitung müssen Sie keinen Lötkolben bemühen. In diesem Oberleitungsbuch finden Modellbahner viele Antworten auf Fragen wie das Verlegen der Oberleitung im Tunnel oder das Planen der Anlage mit Oberleitung mit Windtrack. Und derjenige, der einen Betrieb mit Stromabnahme aus der Oberleitung plant, kein Problem, auch mit diesem Thema wird Modellbahner nicht im Regen stehen gelassen. Die benötigten Artikel sowie das Zubehör, das Sie zum Bau und Verlegen der Fiesmann-Oberleitungen benötigen, ist dem jeweiligen Arbeitsschritten detailliert aufgeführt. Hut ab vor diesem Buch kann ich da nur sagen. Damit ist der Bau einer Oberleitung auch für den Laien problemlos zu bewerkstelligen. Übrigens, das Mivula in Hamburg verwendet auch Fiesmann-Oberleitung auf ihren Schauanlagen. Das Oberleitungsbuch gilt für die Baugrößen H0, TT und N. Es ist die richtige Lektüre für Planung und Aufbau einer professionellen Oberleitung für Ihre Anlage. Das Buch sollte in keiner Sammlung der Modelleisenbahner fehlen. Daumen hoch und Kaufempfehlung von mir. Ja, diese beiden Bücher von Fiesmann sind, glaube ich, ein nützlicher Ratgeber für eure Modellbahn, damit es auch am Ende mit der Knöpfchendrückerei auf der Modellbahnanlage wirklich klappt. Ja, wer kennt das noch, liebe Freunde? Trara, trara, die Post ist da. Ausnahmsweise mal kein Zitat, dafür aber ein nettes Kinderlied über die nette Post, die uns immer zuverlässig, auch in diesen schweren Zeiten, mit allem versorgt, was Modellbahner so braucht. So, und damit habe ich ja, glaube ich, auch einigermaßen wieder die Kurve gekriegt, die Postecke. Die meiste und zum Teil auch sehr ausführliche Post kam zum Thema Rabatte beim MOBA-Händler. Deshalb werde ich dieses Thema und auch Ihre Meinung dazu in der Postecke etwas strecken müssen und auf mehrere Sendungen verteilen müssen. Es ist wirklich unheimlich viel geworden, aber jetzt die ersten Meinungen, Ihre Meinung zu diesem Thema. Frank Hartmann aus Schleswig-Holstein, ja, ich grüße zurück, ich erinnere mich gerne, wir haben uns mal getroffen, hat auch einen Kommentar und seine Sicht der Dinge dargelassen. Frank Hartmann ist, wie er mir in der Mail auch mitgeteilt hat, bekennender Märklinist. Und jetzt zu seiner Meinung zu diesem Thema. Was den Kauf bei Händlern und deren Rabattmodelle anbetrifft, mein langjähriger Händler ist in Rente gegangen und das Geschäft ist mangels Nachfolger geschlossen worden. Ja, das hat man sehr oft leider jetzt in der Zeit. Aber jetzt habe ich mir einen neuen Händler in Glückstadt ausgewählt. Dieser gewährte mir für Neubestellungen einen Vorbestellrabatt. Für alles Weitere zahle ich den UVP-Preis. Das finde ich auch vollkommen in Ordnung, zumal es dann ein kleines Bonbon dazu gibt. Natürlich kann ich im Internet günstiger oder wohl eher
billiger kaufen. Dabei fehlt dann natürlich das persönliche Gespräch mit dem Händler, anderen Kunden und das Erlebnis, die Modelle und Ausstattungsteile für die Modellbahn und so weiter auch mal leibhaftig zu sehen und anzufassen. Dies regt dann auch zu manchen Spontankauf an. Insgesamt zahle ich also lieber etwas mehr bei dem Händler meines Vertrauens und erreiche damit hoffentlich, dass er weiter in der Lage ist, sein Geschäft zu betreiben. Denn nichts ist schlimmer als keinen Händler vor Ort. Und diese Meinung und das, was Frank hier geschrieben hat, kann ich voll unterstützen. Das entspricht auch meiner persönlichen Auffassung zur Lage der Modellbahnhändler und des Modellbahnhandels allgemein vor Ort. Vielen Dank, lieber Frank, für deine Meinung und für die Darlegung aus deiner Sicht. Auch Peter Buchmann hat uns zum Thema eine Meinung dargelassen. Der nächste Post zu dem Thema Rabatte und so weiter ist ein klein wenig umfangreicher, aber auch hörenswert. Gerade mit der Vorstellung bei Neuheiten Anfang des Jahres gibt es ja bei fast allen Händlern Vorbestellrabatte, bei dem einen mehr, beim anderen weniger. Dass dies von den Kunden genutzt wird, kann ich mir schon vorstellen. Ich zähle mich auch dazu, aber ich habe jetzt nicht versucht, irgendwo das letzte Prozent rauszuholen. Mein Händler hat für die von mir bevorzugte Marke 10% gewährt, für andere Marken zum Beispiel 5%. Hätte ich woanders online bestellt, wären es mindestens 15% bei den Marken gewesen. Ich habe mich aber dazu entschlossen, bei meinem Händler vor Ort, gut, es sind noch 25 Kilometer bis dahin, zu bestellen, um meinen Händler auch etwas zu unterstützen. Das ist richtig, lieber Peter. Man muss dabei aber jetzt unterscheiden bei Händlern vor Ort und bei Online-Händlern, denn der Kostenfaktor spielt hier wirklich eine erhebliche Rolle. Ein Online-Händler hat weniger Kostenfaktoren aufzubringen als ein Händler vor Ort. Andererseits würde mir jeder gesparte Euro gut tun, damit ich anderweitig in die Anlage bzw. auch Vereinsanlage investieren könnte. Und wenn manche Händler starr die UVPs oder sogar mehr verlangen, braucht man sich nicht wundern, wenn keiner mehr was kauft und die Leute dann lieber woanders oder im Internet kaufen. Gerade jetzt müssen doch viele auch aufs Geld schauen und die Modellbahn ist kein billiges Hobby mehr. Ich freue mich über jeden, der sich jede Lok leisten kann, die er möchte. Ich kann es leider nicht und dann muss man halt auch Kompromisse eingehen und entweder schauen, dass man einen guten Preis für das begehrte Objekt bekommt oder man leistet sich ein günstigeres Einsteigermodell. Aber ich will nicht jammern, deswegen macht das Hobby trotzdem Spaß und auf die nächste Lok wird schon gespart. So, ich habe fertig. Ja, lieber Peter, danke für deinen kritischen Post. Ich stimme dir in einigen Dingen zu, aber es ist bei Weitem Gottes nicht mehr so, dass hier Riesengewinne bei den Modellbahnunternehmen eingefahren werden. Das ist wirklich nicht so, denn auch diese Unternehmen kämpfen mit stark gestiegenen Rohstoffpreisen und können diese Preise nicht in jedem Fall immer an den Kunden durchreichen. Also das ist wirklich so. Trotzdem vielen Dank und viele Grüße zu den Modellbahnfreunden Amberg Sulzbach. Vielen Dank für deine Meinung. Markus Zingler schreibt mir zum Preisnachlass beim Händler folgende Meinung. Markus Zingler schreibt also zur Diskussion Preisnachlass bei Händler. Mittlerweile kaufen bereits aus meiner Familie die dritte Generation bei unserem Modellbahnhändler ein. Tolle Sache, finde ich prima. Und so bekommen wir als Stammkunden, auch je nach Marke, Rabatt. Grundsätzlich erwarte ich nicht, dass ich einen Preisnachlass bekomme, aber natürlich macht das Internet alles kaputt und als Händler ist man da sicherlich unter Zugzwang. Deshalb kaufe ich teilweise teurer ein, als wenn ich es im Internet kaufen kann, da beim persönlichen Kontakt vor Ort auch ein gewisses Vertrauen herrscht. Aber 15% habe ich noch nie, nicht mal im Internet erlebt, außer es wollte jemand unbedingt das Lager leeren, was in der Modellbahnbranche ja nie vorkommt. Es ist ein Hobby, das Geld kostet und deshalb blüht ja auch der Gebrauchtmarkt.
Zu erwarten, dass man große Rabatte bekommt, ist für mich der falsche Ansatz. Gerade die Aussage, muss guten Service bieten, bringt mich dazu, beim Händler zu kaufen und nicht beim günstigsten Anbieter. Für Markus steht also der gute Service und der Kauf beim Händler im Vordergrund. Vielen Dank für deine Zuschrift, lieber Markus. So, auch in gewisser Weise das Thema betreffend habe ich jetzt eine Verabredung. Live zugeschalten müsste jetzt Markus Hillig, Geschäftsführer bei Auhagen sein, mit dem ich gerne über das Thema Wertigkeit von Modellen und wie lange und was braucht es, alles bis ein Modell auf dem Tisch des Händlers landet. Ich hoffe, er kann mir jetzt auch sehen und hören. Hallo Markus. Hallo lieber Frank. Ja, ich höre dich und verstehe dich gut. Ja, lieber Markus, ich habe da mal eine Frage. Nicht über Rabatte und Preise, sondern ich möchte gerne von dir wissen, wie viel Arbeit steckt in einem Modell, bis es auf dem Ladentisch beim Händler um die Ecke landet? Ja, das ist eine Geschichte, die gibt's, müsste man vielleicht in verschiedene Stücken spalten. Wir haben natürlich verschiedene Bauabschritte oder Entwicklungsabschnitte von der Ideenfindung bis zur Vermessung und dann die Herstellung. Also da sind schon viele, viele Schritte notwendig dafür. Also ich sage jetzt mal so, wenn ihr jetzt sozusagen eine Idee habt, wie viele Leute sitzen am Tisch? Wollen wir mal zusammenzählen? Ich mache es ganz einfach mal. Wie viele Leute sitzen bei euch am Tisch, wenn ihr die Idee habt und sagen, das Modell machen wir jetzt? Ja, also wir haben ein Team, so ungefähr sind wir dann 5, 6, 7 Mann. Es ist relativ viel für unsere Firma, aber wir nehmen dann immer gleich so viel wie möglich dazu, die gute Ideen haben. Und meistens sind wir so ein Team, 5 bis maximal 7 Mann sind bei uns in der Entwicklung mit beschäftigt und die wählen dann auch das Modell mit aus. So, und wenn ihr euch dann alle geeinigt habt, dann geht's los, dann rennen 2, 3 Leute, nehme ich mal an, los mit Zollstock und mit allen möglichen Messgeräten bewaffnet und schauen sich dann sicherlich das Original erstmal an, oder ist das anders bei euch? Nein, das ist schon so richtig. Wir sind immer froh, wenn wir ein Gebäude haben, was wir umsetzen wollen, was im Original noch steht. Dann fahren wir natürlich dort raus, zu zweit meistens, und vermessen das, machen Fotos von den Details und können das genau danach dann umsetzen. Die andere Variante ist einfach, wir haben Originalbauzeichnungen noch, die uns vorher zur Verfügung gestellt wurden. Oftmals von alten Bahngebäuden gibt es noch Bauzeichnungen oder wir haben Originalbilder von Kunden, die das noch fotografieren konnten, bevor es weggerissen wurde. Und dann kann man anhand der Bauzeichnungen dann sich die Konstruktion vornehmen. Es ist ja, wenn ich jetzt mal dieser Schilderung so zuhöre von dir, ja schon ein, sage ich jetzt mal, gehöriger Zeit- und Manpower-Aufwand, um erstmal die Grunddaten zu sammeln, bis man ein Modell erstmal so weit hat, dass man sagen kann, jetzt können wir weitermachen. Denn wenn ihr die Daten alle zusammengefügt habt und die Bilder gesichtet habt, ist das Modell ja noch lange nicht fertig. Was ist dann eigentlich der nächste Arbeitsschritt bei solchen Sachen? Genau, so schnell geht es natürlich nicht. Also selbst die Recherche, welches Modell nehmen wir denn jetzt mit auf ins Programm, die erfordert schon sehr viel Zeit. Und wenn wir uns dafür entschieden haben und wir haben Bilder, dann geht es an die Umsetzung in der Konstruktion. Also das Modell wird dann 3D quasi nachkonstruiert und davon werden erstmal verschiedene Prototypen gemacht. Und dann sieht man natürlich auch erstmal in der Entwicklung, sind jetzt irgendwelche Details dabei, die sich ganz schwer dann umsetzen lassen in der Verkleinerung. Je nachdem, wenn wir gerade die Spurgröße N nehmen, dann wird es natürlich schon sehr filigran und dort kommt die Technik oder sagen wir, die Fähigkeit der Leute, muss man natürlich dann mit in Betracht ziehen. Lässt sich es denn überhaupt noch bauen? Rein technisch ist heutzutage ganz viel möglich, aber es muss natürlich für die Kunden auch machbar sein. Nun gibt es ja neuerdings auch die Möglichkeit mit 3D-Druck. Ich sage mal so, es gibt ja verschiedene Firmen im Modellbahnbereich, die machen Handmuster und sagen, das ist im 3D-Drucker entstanden. Macht ihr das auch vorher, bevor es an die Spritzautomaten geht? Zum Teil, also wir nutzen den 3D-Druck hauptsächlich momentan noch für die Prototypenherstellung, gerade wenn wir dann die Messemuster vorbereiten,
dann ist so ein 3D-Druck natürlich sehr, sehr hilfreich. Da geht es schneller. Was die Konstruktion betrifft, die ist vorher gleich. Ob ich aus den Konstruktionsdaten dann ein 3D-Modell, einen 3D-Druck erstelle oder letztendlich ein Werkzeug für Spritzgussmaschinen herstelle, die Konstruktion ist annähernd gleich und hat auch die gleichen Zeitaufwendungen zur Grundlage. Bis hierhin, schätze ich jetzt mal, ist bestimmt schon ein halbes, dreiviertel Jahr vergangen an reiner Arbeit, von denen ihr erstmal noch nichts weiter seht, außer dass ihr Recherche gemacht habt und vielleicht jetzt über den 3D-Drucker so eine Art Grundmodell habt und wo ihr noch ein bisschen rumfallen müsst. Das ist ja schon eine Menge Arbeitszeit reingeflossen. Ja, also wir haben mindestens ein Jahr wirklich von der Festlegung, dieses Modell wird genommen, bis zu den ersten Teilen. Das kann sich natürlich auch noch länger hinziehen, bis zu 3 Jahre. An manchen Modellen schraubt man einfach so lange in der Entwicklung, bis wirklich alles perfekt ist. Es soll ja ein gutes Modell werden, was auf den Markt gebracht wird. Und da gehen schon viele, viele Stunden auch ins Land. Also gerade die Konstruktion braucht sehr viel Zeit. Nun habe ich mir sagen lassen, das Teuerste an einem Modell sind die Spritzgussformen. Ist das so? Das kommt auch wieder drauf an. Rein zeitlich betrachtet ist die Konstruktion fast genauso teuer, je nachdem. Also es kommt immer drauf an, das Spritzgusswerkzeug, wie weit ist das dann aufgefächert in verschiedene Bestandteile. Wir haben verschiedene Backen und verschiedene Komponenten, aus denen ein Werkzeug gebaut wird. Und je nachdem, ob es mit Schiebern konstruiert wird, je nachdem, ob es ein Kubus wird, ob es eine Rundung ist, gerade so runde Sachen wie von einem Schornstein, die sind immer sehr, sehr aufwendig. Oder je nachdem, wie die Struktur ist, gerade Ziegelstrukturen. Bis die Ziegelstrukturen wirklich im Werkzeug dann eingebracht sind, das ist immer sehr, sehr zeitaufwendig. Es wird dort mit verschiedenen Verfahren vorgegangen, zum Beispiel das Senkerodieren. Und die nehmen immer sehr viel Zeit in Anspruch. Und klar, je mehr Zeit, desto teurer wird es natürlich auch. Und jetzt sage ich mal zum Abschluss unseres Gespräches, mir ging es ja wirklich mal darum, auch den Zuschauern mal rüberzubringen, dass in der Entwicklung eines Modells unheimlich viel manuelle Arbeit und geistiger Schmalz erstmal reinfließen muss, neben den materiellen Sachen, wie zum Beispiel die Spritzgussformerstellung und alles, was dazugehört, dass, wie wir gerade von dir gehört haben, 2 bis 3 Jahre durchaus ins Land gehen können. Und dann liegt das ja nicht unproduktiv in der Ecke in den 2, 3 Jahren. Da wird da fast jeden Tag dran gearbeitet, oder? Ja, das kommt immer wieder drauf an. Manche Sachen sind natürlich auch schon fertig. Dann kommt noch ein Detail dazu, was ein bisschen Probleme macht. Das verschiebt es dann nochmal um ein Vierteljahr. Aber in der Regel werden wir die Neuheiten, die wir produzieren, die wir dann, wenn sie auf den Markt kommen, sind die schon seit 2 Jahren mehr oder weniger auch täglich hier unter Bearbeitung durch die verschiedenen Arbeitsschritte. Alles klar. Ja, lieber Markus, das war eigentlich das, was ich mal gerade ein bisschen herausarbeiten wollte, dass die Manpower ein nicht unerheblicher Teil ist, der in ein Modell fließt, bevor es überhaupt bei dem Händler auf dem Ladentisch landet. Und so wie ich dich jetzt gehört habe, sage ich jetzt mal ganz salopp mit frecher Zunge, müsste das ja eigentlich viel teurer sein. Also wenn man sieht, dass wie viele Arbeitsschritte notwendig sind, bis man an diesem ein wunderschönes Häuschen oder eine Lok, die Arbeitsschritte sind ja wahrscheinlich überall dieselben, in den Händen hält. Ich wollte einfach nur noch mal die Wertigkeit hochheben, dass überall Menschen dahinter stehen und arbeiten, damit der Modellbahner draußen zufrieden ist. Genau. Es wird natürlich vorher kalkuliert, wie viel Stunden und wie viel Kosten stecken in der Entwicklung. Was kann ich am Markt für einen Preis für das Modell verlangen? Ich kann es natürlich nicht zu immensen Preisen verkaufen. Das ist auch klar, das wollen wir ja auch nicht. Es soll ja auch den Modellbahnern noch Spaß machen, das Hobby zu betreiben. Und wie gesagt, da gibt es eine Kalkulation, die da Grundlage ist für den Preis. Und deshalb ist auch manchmal ein kleineres Modell teurer als ein größeres. Aber dort sind halt die Details einfach tiefer und die Herstellung von den einzelnen Werkzeugen halt teurer. Und so gestaltet sich halt dann der Preis, der am Markt dann dafür verlangt werden muss.
Klar. Ja, mein lieber Markus, vielen Dank für deine Bereitschaft, uns mal zu erzählen, wie sowas abläuft, was alles notwendig ist. Das war jetzt mein Beitrag, liebe Zuschauer, nochmal in diese Preisdiskussion reinzubringen, um die Wertigkeit der Modelle auch noch ein bisschen anzuheben. Denn ich glaube, es geht heutzutage auch nicht mehr alles ganz so ab, wie es vor 20, 30 Jahren war. Denn auch die Lohnbedingungen und auch die Materialbedingungen haben sich im Wesentlichen geändert. Lieber Markus, vielen Dank für deine Bereitschaft, uns mal hier so ein bisschen Rede und Antwort zu stehen. Liebe Grüße nach dem Erzgebirge und alles Gute. Vielen, vielen Dank. Und wir sind natürlich immer bereit, dann, wenn wir wieder mal einen Tag der offenen Tür machen dürfen, können die Leute gerne zu uns kommen und dann gibt es einen kleinen Einblick, wie aufwendig die Entwicklung ist und was für Schritte dazugehören. Dein Wort wird angenommen und ich glaube, das werden auch viele Danken annehmen. Liebe Grüße nach Marienberg. Ich danke dir, Markus. Ja, so liebe Freunde, damit habe ich auch einen kleinen Beitrag geleistet, um auch Hintergrundwissen aus der Sicht eines Produzenten Ihnen mal rüberzubringen. Und damit schließe ich für heute, ich gebe zu, etwas sehr umfangreiche Postecke, aber Sie haben ja auch viel geschrieben. An dieser Stelle, wie gesagt, nochmals Dank, dass ihr so fleißig hierher uns geschrieben habt. So liebe Freunde. Und jetzt habe ich eine schwere Aufgabe zu bewältigen, denn ihr erinnert euch sicherlich alle noch an die erste Sendung mit meinem Interview zum Anlagenbau bei Jens Schlenkow. Leider muss ich die traurige Nachricht überbringen, dass Jens den Kampf gegen eine der heimtückischsten Krankheiten verloren hat. Wir alle waren voller Hoffnung, dass Jens die Kraft hat und es schafft. Es ist ein schwerer Verlust für die Familie, Verwandten, Freunde und auch für mich persönlich. Ich verliere einen wirklich guten Freund, einen guten Kumpel und auch engagierten Modellbahner, der mir oft mit Rat und Tat zur Seite stand. Mach's gut, Jens. Wir werden dich sehr vermissen. Eines bleibt aber in uns, die Erinnerung.